Und willkommen zurück zu Rissen von Piranha Bytes mit mir und euch. Uns erzählt ja keiner was. Es wird Nacht. Ich frage mich, was ich da alles so Furchtbares anstellen kann. Sagt doch keiner was, wenn ich hier irgendwas mache. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ach so. Schläft hier schon niemand? Nein, da sitzt er noch. Ich meine, eigentlich bin ich ja hier schon durch mit der Stadt. Ich möchte ja nur noch zu sagen, hier. Hier bin ich, Scorn, oder wie auch immer der Typ heißt, der Chef hier von den Banditen in der Stadt. Da steht auch wieder der Typ. Verdammt. Ja gut, ich müsste sowieso unten in einen Raum. Und dann in ein Bücherregal eine Stelle zu finden, wo ich denn. Schon mal geklappt, das ist irgendwie überraschend. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier auch an die Kiste komme, womit der Tattoo mich bemerkt. Ja, ausprobieren. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay, dann sowieso nicht. Ja, ist schon schwierig hier. Ich komme mir vor wie bei der Clou beim Spiel. Das ist ja auch immer so, die Stile kann nur gelingen, wenn dich die Gegner bzw. die Waffen oder andere Gangster und so weiter angreifen. Das ist noch ein Fenster, aber da kann ich natürlich nicht rein. Erledigt. Deshalb will ich speichern. Ich weiß einfach nicht, wann die Leute hier ins Bett gehen. Ich glaube, so wie es momentan aussieht, gar nicht. Oh, hoch. Raus! Ja. Okay. Letzte Warnung! Ja, raus! Verschwinde von hier! Ja, ja. Ja, schon weg. Der Typ hier unten auch gleich abgehauen? Ja. Halt! Ich wollte auch gleich mit kämpfen, ey, ja.
mal von vorn. Abgebrochen. Wer Dietrich ist hin? Geht doch. Schon wieder diese Kombination, ne? Bolzen, Kanzen, das ist schon mal gut. Gesehen hat mich offenbar auch mehr, also weitermachen. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Der Dietrich ist hin. Na also. Ich habe einen Stab gefunden. Was? Ach ja? Und wo hast du ihn gefunden? Nicht zufälligerweise in meiner Truhe? Das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Stab, der offensichtlich dir gehört. Und jetzt willst du mir mein Eigentum verkaufen? Du mieser Schweinehund. Ich... Schön. Sag, was du haben willst. Naja, ich dachte da zumindest an einen Finderlohn. Wusste ich doch, dass du mich abzocken willst. Du solltest dich nicht aufregen. Es ist doch nur ein bisschen Gold. Das schlägst du einfach beim nächsten Geschäft wieder drauf. Gut, also Finderlohn. Und was willst du noch? Das ist schon alles. Und das ist alles. Einverstanden. Und jetzt wirst du dich hier verpissen. Ja. Der andere hat mich ja vorgewarnt, nicht zu gierig sein. Ich glaube zwar, ich hätte noch einmal einen Bonus bekommen können, also noch die 50 drauf, aber ich wollte jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Das ist ja auch so schon genug. Ja, jetzt mal die Pakete, dafür ging ich aber nicht direkt sein. Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Er lässt sie von einem Bauern bewachen. Dann sieh dich dort mal um und sprich mal mit diesem Bauern. Denke ich doch. Ja, viel lieber würde ich jetzt hier in der alten Bude von Dorn, die den großen Schatz bewegen, der da versteckt sein soll. Wenn ich mal mit den Bauern geredet habe, komme ich ja eh wieder hierher zurück. Manchmal schon schwierig, immer alles und einfach zu bekommen. Die komischen Ordenskrieger scheinen sowieso nie zu schlafen. Also wie die hier ständig rumrennen. Ja, dann wird man schon mal ein bisschen leichter. Hallo, Bauern. Du bewachst die Kühe? Ja. Außerdem füttere und melke ich sie. Die Bertha hier, das ist die beste Kuh, die wir haben. Die Euter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Ja, sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. So, so. Die Bertha, also. Genau, diese Bertha.
Du hast doch bestimmt noch was vor. Na, das Zeug jetzt einfach die Kuh erlegt, die wir da erwartet, wäre auch Quatsch. Wenn wir uns anbieten wollen, hier was zu beschützen. Oder einfach zum Typen gehen und sagen, ja, du zahlst Schutzgeld oder die Bertha ist kaputt. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha. Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das gleiche wie ich? Bestimmt nicht. Er wird Bertha bestimmt vermissen. Und vielleicht wird dir Thorin daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Ich soll die Kuh töten? Nicht nur das. Du schneidest dir den Kopf ab und bringst ihn zu Konrad. Dann wird er mich umbringen. Bring den Schädel in sein Haus. Am besten in sein Bett, aber lass dich nicht mit dem Schädel erwischen. Dann kommst du wieder zu mir. Hm. Das ist doch ein bisschen zu viel, oder? Geht doch auch einfach, kann doch auch einfach sagen, hey, dein Wert hat. Das ist ein Kuh. Noch Nacht zu nur und wenn du mich bezahlst, dann nicht. Doch viel mehr Sinn. Ja, so. Mal sehen, ob ich jetzt hier schon mal was reißen kann. Wird ja langsam peinlich. Jo, da schläft schon mal ein Monster. Das ist gut. Schläft auch ein Ortskrieger, das ist sehr gut. Buchstände, schön schleichig. Der Mond und das Meer, eine anziehende Geschichte. Ah ja. Schön, dass die ganzen Sachen so schön leise sind. Ja. Und dann diese Schatzdrücke habe ich jetzt noch nicht. Der da steht da leider immer noch. Schade. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Genau. Besser ist es. Ich gehe dann nochmal wieder. Das muss ich wirklich gern cool, die anwandern. Hartes Gewerbe. Yeah.
gebaut hat. Waren das nicht. Denn erstmal die ganzen Schätze holen. Alles wegschürfen. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja, ich wollte den Typen hier mal fragen, ob er mich auch rauslässt. Oder ob ich mir den Weg wirklich freispringen muss. Wie komme ich hier wieder raus? Hey, kennst du nicht das Gesetz des Inquisitors? Aber... Jetzt verschwinde endlich! Ja, ja, schon gut. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Geschafft. Hört mich gar nicht auf. Okay. Raus! Okay, also da. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Könntest du mich hier überhaupt durch die Steine sehen? Kleine Spitzbube. Auf jeden Fall ist die Tür schon mal offen. Das genügt. Vor alles. Hau schon ab! Wolltest du was? Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh. Hey! Hä? Ja! Ho! Den packen wir uns! Ja! Hä? Ich zeig dir mal, was passiert, wenn man mich schlägt. Ja. Ich soll noch mal auf den Boden. Nichts. Vergiss das niemals, hörst du? Ich bediene mich mal, ja? Danke. Na, wenn das mal nichts ist. Ich... Ja! Ja! Mein Zeug mal wieder zurück hier. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass er mein Gold in Ruhe gelassen hat, sondern nur mein Schwert gestohlen. So, das ist Quatsch. Nichts zu holen. Die Tiere sind mir wichtig. Ich trau dir nicht. Hau ab! Was hast du jetzt noch? Okay, okay. Du hast gewonnen. Was willst du? Ja, was ist
Die Tiere sind mir wichtig. Wichtiger als du. Verschwinde. Moment. Kriegen wir doch alles hin. Mir ist plötzlich so... Ja, der war... Hey, du hast die Bertha getötet! An deiner Stelle würde ich ganz leise sein. Aber Konrad wird mich nicht mehr bezahlen und ich muss zusehen, wie ich über die Runden komme. Genau. Mistkerl! Du hast doch bestimmt noch was vor. Wolltest du was? Zusammen nicht mehr so fließcremig wie eben noch. Was auch noch gut ist. Jetzt noch mal den neuen Spielstand, weil die arme Kuh ist tot. Kuh tot. Hier sitzt er ja immer noch. Besseres zu tun. Dreckiger Dieb! Woher kommst du jetzt? Hoffentlich hast du es jetzt. Ganz im Ernst, woher kommt der Typ so plötzlich? So ein Mist. Hören kann er nicht, auch wenn ich da rumschleiche. Ich bin vielleicht im Nebenraum oder so. Ich soll in diesen geheimen Raum einfach noch nicht rein. Von dann, bis da die Leute wieder aus der Stadt raus sind. Ich weiß es nicht. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich das immer noch als Quest im Logbuch hat. Mal sehen. Nicht leere, sondern das hier. Mal gucken. Nelsons Ring. Ach stimmt, der Nelson wollte den Ring ja wieder haben. Aber Akrobatik mag ihn.
erhöht war das. Oh, okay. Ja. Kein Bücherregal. Gut, dass ich hier nochmal so ist. Gut, das klingt ja eigentlich schon mal ein bisschen anders. Was ist los? Oh. Ja, verschwinde von hier! Ja, ich war doch klar. Was ist der denn jetzt aufgesagt? Hat doch die Male davor so wunderbar funktioniert. Das ist der Typ, der Pan. Was ist los? Ja, nee. Verschwinde von hier! Das ist jetzt aber ein Gap. Die haben ja mal funktioniert. Das ist ja nicht so ein Problem. So. Okay. Raus! Was ist denn jetzt noch her? Letzte Warnung! Raus! Würde ich ja gerne. Jetzt reicht's. Jetzt geht's schon. Ah, mach, dass du wegkommst. Raus. Mach, dass du wegkommst. Ich hörte, der Don hat noch so einiges hier im Haus zurückgelassen. So, so. Und was soll das sein? Angeblich soll hier noch ein Erbstück des Don versteckt sein. Ein goldenes Amulett. Unsinn. Wir haben alles durchsucht. Sowas wäre uns aufgefallen. Wer hat dir denn diesen Quatsch erzählt? Dieser Mist Cal Tony wahrscheinlich, was? Lass dich nicht verarschen, kann ich dir nur raten. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich. Ja, wenn Tony das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein, aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Pah, du Großmaul. Du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Dann geh rein und überzeug dich selbst. Ach. Da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Ach, jetzt darf ich auch rein. Häufig mir einiges ersparen können. Ich würde mal sagen, hier und dein Bild geht dort noch nicht. So ist das also, hier durchschleichen ist einfach nicht drin. Plötzlich ist hier unten auch keiner mehr. Ja, also doch dort. Okay, dann mal einen Moment. Dann lade ich jetzt wieder und dann gehe ich direkt auf den richtigen Weg durch und hol mir das Zeug. Und muss ja mich nicht hier durchschleichen, was keinen Sinn macht, weil die Typen einfach mehr irgendwo sind. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gucken und auf Wiedersehen.